Blankes Entsetzen gab es bei Ratgeber-Technik-Zuschauern vor 5 Jahren. Damals schätzten Experten die Zahl der aktiven Amateurspione in Deutschland auf viele Hunderttausend. Heute rechnet man bereits mit weit über 2 Millionen, die meist illegal Spitzeltechnik anwenden. Sie richtet sich gegen die Liebste und den Nebenbuhler, gegen Vorgesetzte und Untergebene und gegen Konkurrenzfirmen mit kostbaren Betriebsgeheimnissen. Natürlich trifft es auch Kriminelle, wenn denn ein Richter Ja zum Ablauschen gesagt hat. Aber oft genug werden auch Sie und ich vorbeugend unter die Lupe genommen und bespitzelt, weil uns irgendjemand für verdächtig hält. Wie können Sie sich gegen legale und illegale Spione wehren? Vor 2 Jahrzehnten musste man noch guter Fotograf und Klettermaxe sein, um seine Frau mit dem Liebhaber in flagranti zu erwischen. Für Beweise hatten sich Hobbyspione und Detektive dicht an die Opfer heranzupirschen. Heute kann man viel bequemer bespitzeln. Nichts, was dieses Liebespaar tut, bleibt geheim. Modernste Mikroelektronik macht's möglich. Hinter dieser Wanduhr ist eine Minikamera mit Sender versteckt, der Bilder in Farbe bis zu 200 Meter zum eifersüchtigen Ehemann ins Auto überträgt. Selbst wer genau hinsieht, entdeckt die Minikamera nicht. Sie ist mit wenigen Handgriffen zu installieren. Den Sender speist eine Batterie. Auch das Hochleistungsmikrofon mit Sender kann gut versteckt angebracht werden. Die Tonqualität für solch ein Minigerät ist, selbst bei ungünstiger Position, hervorragend. In sogenannten Spionageshops kann man die Spitzeltechnik kaufen. Hier finden Amateure wie Profis alles, was das Herz eines Spions begehrt. Versteckt werden die Minigeräte überall. Besonders Radios sind als Tarnung beliebt für kleine Minikameras mit nur Stecknadelkopf großer Optik. Ich würde Ihnen jetzt einfach einige Sender hier mal zeigen. Wie jetzt hier zum Beispiel ein kleiner Telefonsender. Relativ kleine Abmessung. Sendet das Signal so ungefähr 200 Meter weit. Mein Mann fährt weg am Wochenende. Ja, fährt frei. Doch nicht immer braucht man versteckte Sender, um zu belauschen. Im Fachhandel kann sich jeder einen Scanner besorgen, mit denen drahtlose Telefone ohne große Schwierigkeiten abgehört werden können. Handys eignen sich bestens für versteckte Sender, mit denen man nicht nur Telefonate, sondern auch Räume abhören kann. Möchtest du was trinken? Ah ja, super, gerne. Was Ben der Freundin noch bietet, ist kein echter Liebesbeweis. Eine kleine Überraschung mitbringen, und zwar ein Telefon. Ach Mensch, Ben, vielen Dank. Das muss doch nicht sein. Ob Ben so wirklich alles Gute von seiner großen Liebe erfährt, wenn er mithört? Der hat mir ein Handy geschenkt. Ja, wie blöd er ist. Liebe Ade. Und wenn Ben Pech hat, landet er auch noch vor Gericht, denn Abhören ist strafbar. War es das wirklich wert? Mini-Wanzen können in jedem Haus versteckt werden. In Lüftungsschächten zum Beispiel sind sie kaum auffindbar. Kurz in die Lüftungsblende gelegt, schon sendet der Spion weitreichend. Auch im Buchrücken lässt sich der Schnüffler gut verbergen, denn in Büchern wird meist nur nach Geschichten über Spione gesucht, nicht aber nach deren Werkzeug. Zum Aufspüren von Wanzen gibt es genug Geräte, doch der Erfolg ist dünn, weil Wanzen kaum noch durchgehend Signale abgeben. Ob da Detekteien helfen können, ist fraglich. Doch der Bundesverband Deutscher Detektive kann zumindest informieren, wer halbwegs brauchbare Spürgeräte besitzt. Nur aufwendige Geräte aus Spezialgeschäften finden Wanzen wirklich. Deshalb wird die Suche pro Quadratmeter meist auch 70 Euro teuer. Und garantiert völlig frei von Kameras und Mikros ist dann nicht mal jede Wohnung. Ein gutes Geschäft für Spionageläden. Erst verkaufen sie die Wanzen und dann suchen sie sie mit teurem Equipment. Und manchmal ist Abhören auch gar nicht zu verhindern. Beispiel: Ein Mann richtet Spiegelreflexkameras aus. Doch die Kameras sind das derzeit exklusivste Lauschgerät. Hochempfindliche Lasermikrofone. Die Vibration einer 500 Meter entfernten Scheibe reicht, das Gespräch dahinter abzuhören. Angeblich benutzen sowas nur Geheimdienste. Computer sind meist passwortgeschützt und mit einer Firewall versehen. Datenklau fast unmöglich, sagen die Softwarehersteller. Wir wissen es besser. Und Wirtschaftsspione eben auch. Datendieben hilft dieser kleine Stecker, der zwischen Tastatur und Computer nicht auffällt.
Das Opfer merkt nicht, dass jetzt sämtliche Daten, ob verschlüsselt oder nicht, ausspioniert werden. Bis zu 500.000 Zeichen speichert der unauffällige Minispion ab. Der Täter muss nur noch in einem unbewachten Moment den Stecker holen und schon hat er alle geklauten Daten und kann sie in Ruhe auf seinem Rechner auswerten. Sowas kann ein Unternehmen ruinieren. Größte Lauscher im Land sind die Behörden. Um organisierte Kriminalität, Terrorismus und ausgerechnet Spionage in den Griff zu bekommen, wird überall spioniert. Harmlose Handybesitzer werden überwacht, Auslandsgespräche grundsätzlich abgehört. Ja, sonst geht's gut. Kommen noch sogenannte Schlüsselwörter vor, die eine Straftat erahnen lassen, wird das Handy geortet und die Polizei steht vor der Tür. In Sekunden dringt sie mit einem Spezialgerät ein, das Schloss und Tür nicht beschädigt. Der Täter merkt nichts. Kann er dennoch durch die Hintertür verschwinden und mit seinem schnellen Wagen entwischen, behält ihn geschickte Polizei unter Kontrolle. Sie hat vorher einen über Satellit gesteuerten GPS-Sender unauffällig an seinem Auto angebracht. Der zeigt der Polizei den Fluchtweg. Auf dem Handy erhalten die Polizisten alle Informationen über das, was im und am Fahrzeug passiert. Auf dem Laptop können sie die Fahrstrecke genau verfolgen. Jetzt haben wir ihn gleich. Die Verfolgung der Zukunft findet also per Computer statt. Wilde Rasereien von Ganoven und Polizei werden kaum noch stattfinden. Warum auch? Na, dann schalten wir mal seine Zündung aus. Ferngesteuert legt man das Fahrzeug lahm, verriegelt die Türen per Mausklick. So hat die Flucht ein jähes Ende. Die von den Polizisten benutzte Ausrüstung wurde bei unserem Berater vom Hamburger Spy Shop ausgeliehen. Denn noch besitzen nur wenige Spezialeinheiten der Polizei diese GPS-Fernsteuerung, um über Satellit Fahrzeuge zu verfolgen, die Elektronik des Wagens abzuschalten und die Täter sogar im Auto einzusperren. Und die können nur noch die Scheiben einschlagen, um zu fliehen. Fühlen Sie sich sicher hinter Ihrer Wohnungstür, weil Sie einen Schlüssel haben, der nur mit Sicherungskarte kopiert werden darf? Eine trügerische Sicherheit, wie wir hier im Studio sehen. Elektropick, das die Zuhaltungsstifte im Schließzylinder runterdrückt, ist nur ein System, mit dem Polizei und Spitzel praktisch spurenlos reinkommen. So sieht's aus. Und zur Computersicherheit. Wer Viren und trojanische Pferde erfolgreich aufgespürt hat, kann dennoch weiter bespitzelt werden von Datenklau-Steckern oder elektronischen Lauschern in der Tastatur. Sowas entdeckt selbst der Superexperte auf Röntgenaufnahmen nur selten. Wanzensuchsysteme, die Sie selbst kaufen können, helfen da nicht und bringen auch sonst so gut wie nichts. Wenn Sie aber 70 Euro pro Quadratmeter ausgeben wollen, es gibt einige wenige Könner.